Herzlich willkommen zu dieser Meditation. Mit dieser Meditation möchte ich dir ein Werkzeug an die Hand geben, mit dessen Hilfe du die Illusion, eine Person zu sein, auflösen kannst und dich damit immer weiter in den unendlichen Frieden zu bewegen, der du in Wahrheit bist. Fast alle Menschen glauben, eine Person zu sein. Sie sagen "Ich" zu sich und sehen sich als diesen Körper, in dem sie anscheinend sind. Dieses Ich ist ein gedanklich geschaffener Standpunkt oder auch eine energetische Kontraktion, die eine schmerzliche Trennung hervorruft, die das Gefühl vermittelt, ich bin hier und dort ist die Welt. Und dadurch ist dort immer dieses untergründige Gefühl, dass da etwas noch nicht vollständig ist. Und so geht das Ich auf die Suche nach Vollständigkeit und sucht sie in allen Dingen, in Liebesbeziehungen, in Wohlstand und Reichtum, in angehäuftem Wissen, gefährlichen Sportarten oder in Alkohol und Drogen oder vieles andere mehr. Aber die Erfüllung kann so nicht gefunden werden, weil die Person, die die Menschen glauben zu sein, die Ursache für die Suche nach Vollständigkeit ist. Die künstliche Trennung ist nämlich das, was das Unbehagen in jedem von uns auslöst. Und erst, wenn du die Person in dir nach und nach auflöst, kommt das zum Vorschein, was du wirklich bist. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Suche endgültig aufhört. Du bist das Absolute, aus dem alle Erscheinungen dieser Welt hervorgehen. Und wenn du das erkannt hast, dann fühlst du dich zukünftig nur noch absolut vollständig und rundherum erfüllt. Ich möchte dich in diesen Prozess hineinführen, wo du Stück für Stück immer mehr die Erfahrung machen kannst, wer oder was du wirklich bist. Also lass uns damit beginnen. Wenn du jetzt ganz angenehm liegst, dann nimm nun zuerst einen tiefen und entspannenden Atemzug. Und beim Ausatmen lasse vollständig los und lasse dich einfach treiben, in diesem immer tiefer werdenden, angenehmen Zustand tiefster Entspannung. Spüre in deine beiden Arme hinein und spüre, wie sie angenehm schwer werden. Lasse sie vollkommen los. Lasse ebenso deine Beine los und spüre, wie sie angenehm schwer werden und müde. Auch dein Gesicht entspannt immer mehr. Alle Muskeln deiner Kopfhaut lassen los. Alle Muskeln deiner Stirn lassen los. Und auch alle Muskeln um Augen und Mund herum. So wie Vanillesoße über dem Schokoladenpudding sanft zerfließt. So zart zerfließt auch deine Gesichtshaut in die totale Entspannung hinein. Deine Augenlider sind so entspannt, dass sie vollkommen losgelassen haben. Auch dein Nacken und die Schulter lassen immer mehr los. Und auch dein Magen ist nun ganz locker und entspannt. Und du sinkst immer tiefer in diesen angenehmen Zustand und fühlst dich dabei immer wohler und immer gelöster. Dein Körper ist so locker, als würde er in 30 Grad warmer Salzlösung schweben. Es ist dir einfach eine Freude, alles immer mehr loszulassen, weil du das Ergebnis des sich optimalen Wohlfühlens kennst. Und dabei kannst du dich bedenkenlos vollständig in diese Entspannung hineinfallen lassen, tiefer und tiefer.
Dein ganzer Körper ist entspannt und es ist dir möglich, jede Faser deines Körpers zu spüren. Von ganz unten bis ganz oben kannst du alles mühelos und ganz genau spüren. Und auch ist es dir möglich, all die Gefühle in dir immer deutlicher wahrzunehmen. Die Gedanken ziehen einfach nur vorüber. Sie berühren dich nicht mehr. Du kommst immer mehr in die absolute und tiefste Ruhe hinein, die dich komplett ausfüllt. Und je bewusster du wirst, desto deutlicher spürst du diese tiefe Stille in dir. Und instinktiv kannst du schon erahnen, dass die größte Freude für dich an dem Punkt des größten Loslassens erscheinen wird. Denn du brauchst wirklich nichts zu tun, sondern wenn du immer mehr loslässt und dich mit deiner Aufmerksamkeit nach innen wendest, dann wirst du genau dort den größten Schatz finden, den ein Mensch nur finden kann. Dort führe ich dich gerne hin. Drum lasse dich während der ganzen nachfolgend gesprochenen Worte in einen immer tieferen Zustand des Seins fallen. So tief fallen, wie es nur geht. Und folge mir einfach Stück für Stück nach. Du bist nun in tiefster Ruhe, in der absolut tiefsten Ruhe. Und aus dieser tiefsten Ruhe heraus führe ich dich nun auf eine noch angenehmere Reise voller Glück und Freude. Stelle dir eine Situation vor, wo du bei herrlichem Sonnenschein in einem Tal spazieren gehst. Vor dir ist ein Pfad, der dich über die Wiesen und Felder führt. Alles ist grün und frisch und egal, wo du hinschaust, überall sind wunderschön farbige Blumen und Schmetterlinge und das Summen von Hummeln liegt in der Luft. Nach oben hin ist diese offene Weite in einem Tiefblau der allerschönsten Art. Du fühlst dich absolut wohl beim Betrachten dieser gigantisch massiven Berge um dich herum, mit ihren schneebedeckten Gipfeln. Es ist so friedlich hier im Tal und du gehst frohen Mutes auf dem Pfad entlang, während dich die Wärme der Sonnenstrahlen auf der Haut in einen immer angenehmeren Zustand tiefer Entspannung bringen. Die ganze Szene ist so herrlich mit dem Gesang der Vögel um dich herum, dass du glauben könntest, all dies sei nur für dich gemacht. Und langsam kommst du auf einen herrlichen Wald zu. Dieser Wald sieht sehr einladend aus und dein Pfad führt genau dort durch dieses üppige Grün. Der Boden in diesem Wald ist ganz weich, weil der Boden mit Millionen von Tannennadeln ausgelegt ist. Auf dem Boden erscheinen die Lichtmuster der durchscheinenden Sonnenstrahlen. Und diese tiefe Ruhe des Waldes geht auf dich über und du fühlst dich zudem ganz und vollkommen sicher auf diesem Pfad. Die Ruhe bringt dich in diesen tiefen Zustand von immer mehr Frieden und du nimmst alles um dich herum in vollkommener Weise wahr. Es ist eine tiefe Freude, diese immer bewusstere Wahrnehmung zu genießen. Und weil alles sich so perfekt anfühlt, bist du in der Lage, vollständig loszulassen. Nach einiger Zeit fühlst du, wie es bergauf geht. Ja, dieser Weg wird dich auf dem höchsten Berg in dieser Gegend führen. Und du kommst an einen frischen Gebirgsbach vorbei.
an dem dich das eiskalte Wasser dazu einlädt, ein Bad zu nehmen. Das Bad erfrischt dich innen und außen. Du spürst das prickelnde und energetisierte Wasser, welches randvoll mit den besten Mineralien befüllt ist. In diesem Quell der puren Lebendigkeit spürst du, wie diese immer noch mehr in dich übergeht. Du spürst dich äußerlich und innerlich im höchsten bereinigt. Das Wasser dringt mit seiner Heilkraft bis in deine letzte Zelle und reinigt auch deinen Mental- und Emotionalkörper bis zur absoluten Reinheit. Vollständig erfrischt gehst du weiter mit absolut klarer Sicht, die alles durchdringt, während das Rauschen des Baches mehr und mehr verklingt. Der Wald lichtet sich und der Weg führt nun sichtbar über die Hänge des Berges immer höher hinauf. Und wie du so in die Ferne schaust, da siehst du auf die anderen Gipfel unter diesem herrlich klaren blauen Himmel. Dieser Anblick lässt dich in ehrfurchtsvollem Staunen und in ein tiefes Loslassen hineinsinken, weil dir klar wird, dass dieser Anblick einfach nur das Schönste ist, was du an wundervollen Dingen je gesehen hast. Und der Weg wird steinig, aber du gehst stetig voran und fühlst dich in vollkommener Sicherheit. Diese grenzenlose Freiheit ist einfach wunderbar und sie berührt dich zutiefst. Und es geht höher und höher, so dass du mittlerweile über alle anderen Gipfel hinwegsehen kannst. Dieser klare Himmel fühlt sich einfach göttlich an in seinem Anblick. Und noch nie konntest du so weit in die Ferne sehen. Und du kommst oben an. Vor dir ist der Pfad auf den letzten Metern zum Gipfel. Und nun stehst du am höchsten Punkt und siehst in alle Richtungen. Und bemerkst am höchsten Punkt zu sein und schaust, so weit das Auge reicht. Und weil der Bach, in dem du gebadet hattest, zauberhafte Kraft in sich trug und auf dich übertragen hat, bemerkst du eine Wandlung in dir. Und erkennst dich nun auf der Stelle wieder als ein Adler. Ohne zu überlegen, stößt du dich ab und breitest deine Flügel aus. Absolut sanft und vollkommen ohne Mühe gleitest du dahin, von den thermischen Aufwinden getragen. Man könnte sagen, dass du majestätisch gleitend deine Kreise ziehst. Sieh, wie du das tausende Meter tiefer liegende Tal siehst. All die Häuser und Straßen sind nun so klein und so bedeutungslos. Und auch all die Dinge, die dich in deinem Alltag beschäftigt hatten, sind nun vollkommen ohne Bedeutung geworden. Du ziehst deine Kreise und gehst dabei in noch viel tiefere Zustände der Entspannung. Ganz deutlich spürst du diese große Kraft in deinen Flügeln und wie sie deinen Körper tragen, wie die Aufwinde dich perfekt in die Höhe ziehen. Und wie die Sonne dir ihre ordnenden Strahlen zukommen lässt. Du entspannst so sehr und so tief, dass du empfindest, wie sich dein Sein ausdehnt in alle Richtungen.
Du wirst grenzenlos. Ja, es wird dir der Eindruck immer deutlicher, dass du wirklich alles in dieser Welt bist. Und nun löst sich deine Erscheinung, der Adler zu sein, auf. Alle Begrenzungen fallen weg und du findest dich wieder als dieses unendliche Sein. Du bist das stille und unberührbare, unendliche Sein, aus dem alles hervorgeht. Somit bist du selbst der Himmel, der Berg und das Tal. Da gibt es keine Grenzen mehr. Im höchsten Glück bist du nur noch das Sein selbst und lässt dich in eine noch tiefere Entspannung hineingleiten. Immer tiefer gleitest du und immer wohler fühlst du dich. Du schwebst in der Geborgenheit, du schwebst in der Liebe, du schwebst in der Freude, die du selber bist. Und nun magst du dich fragen, was für ein fantastisches Ereignis dies ist und ob du das nicht immer in deinem Leben in dieser Art und Weise so fühlen kannst. Und weil du das Absolute bist, kommt auch sofort eine Antwort für dich. Dein wahres Wesen ist für dich zu entdecken, wenn du immer freier von Gedanken all deine Gefühle beobachten kannst. Du brauchst nur alles zu fühlen, was da ist. Wenn du dein Bewusstsein auf all die Gefühle legst, die in dir verschüttet sind, dann lösen sie sich langsam aber stetig auf. Bewusstsein ist das Feuer, das alles verbrennt, was man genau betrachtet. Und du schwebst weiter in der Geborgenheit und fängst an zu fühlen. Du lässt alle Gedanken los, immer mehr. Alle Gedanken ziehen immer mehr an dir vorüber. Du bist in der absoluten Stille. Du bist in deinem wahren Sein. Und aus dem wahren Sein brauchst du nicht mehr zu denken oder zu kontrollieren. Dein ganzes Leben funktioniert ohne dich. Du kannst dein Ich nun voller Absicht loslassen. Schmeiße es über Bord und sei einfach nur. Als das wahre Sein kannst du alles loslassen. Aus dir kommen alle Erscheinungen dieser Welt. Du erzeugst sie und nimmst sie gleichermaßen wahr. Schwebe weiter in dieser grenzenlosen Geborgenheit, die du bist. Und lasse dich jetzt noch weiter, immer tiefer in dich hineinfallen, bis nichts mehr da ist von dem, was du dachtest zu sein. Sinke immer tiefer in dein Sein hinein. Du bist absolut sicher und geschützt und immer hörst du meine Worte. Loslassen. Lasse alles los und fühle dich gerne im freien Fall. Es gibt kein Halten, denn deine Natur ist grenzenlos. So falle in die Grenzenlosigkeit. Und lasse alles zu. Du bist sicher und geborgen. Lasse los.
Immer tiefer kommst du in den Zustand tiefster Entspannung und tiefster Losgelöstheit. Und du kommst nun aus der schwebenden Situation dort im hellen Sonnenschein vom Berg aus wieder zurück in deinen Raum, in dem dein Körper sich befindet. Und du lässt dich in aller Ruhe noch tiefer sinken. Und weil du so tief entspannt bist, nimm diese Suggestionen tief in dich auf. In den kommenden Tagen und Wochen ist es dir möglich, alles in dir zu fühlen, was da gefühlt werden will. Es fällt dir ganz leicht, deine Gedanken sein zu lassen und nur noch zu fühlen. Fühle all deine Gefühle ganz bewusst und von Tag zu Tag mehr. Fühle deine Gefühle bewusst, so dass du sie verbrennst mit deinem Bewusstsein. Ganz klar bist du dir über alle Gefühle, die da gefühlt werden wollen. Und du fühlst sie so lange, bis sie aufgelöst sind und dein wahres Wesen zum Vorschein kommt. Und an jedem neuen Tag bist du dir bewusst, deine Gefühle mit deinem Bewusstsein aufzulösen. Und wenn deine Gefühle aufgelöst sind, dann bist du wieder in dem Frieden, nachdem du dich dein ganzes Leben lang so sehr gesehnt hast. Das Fühlen deiner Gefühle führt dich direkt in dein höchstes Sein. Hast du Angst, so fühle sie ganz bewusst. Hast du Einsamkeit, so fühle sie ganz bewusst. Bist du traurig, so fühle es ganz bewusst. Die Gefühle sind einfach nur da und sie gehören niemandem. Und die Gedanken gehören niemandem. Es ist nur das, was aus dem Absoluten ständig erscheint. Und wenn du so entspannt bist wie gerade, dann fühle einmal dort in dich hinein und versuche dich zu finden. Wenn du also in deinem Kopf nachfühlst, ob da jemand ist, was entdeckst du dann? Ich schätze, dass du entdecken wirst, dass da niemand ist. Und das ist auch genau richtig so. Da ist niemand in deinem Körper. Du bist nicht dein Körper. Du bist nicht deine Gedanken. Und du bist auch nicht deine Gefühle. Du bist nicht der Denker, du bist nicht der Entscheider, du bist nicht der Macher. All das geschieht von selbst aus dem Absoluten heraus. Lasse los und entspanne tiefer als je zuvor. Gehe noch tiefer. Akzeptiere, dass es deine Person nicht gibt und lasse dich fallen. Akzeptiere, dass es da keine Trennung gibt, sondern dass es nur dich als das Absolute gibt und lasse dich in die Freude dessen hineinfallen. Gib dich dem, was dir da in der Welt erscheint, total hin. Das bedeutet nicht, dass du die Situationen, die du verändern kannst, nicht verändern solltest. Doch, das solltest du tun, wenn du es willst. Gehe gern in die Handlung und in die Aktion. Aber es gibt Situationen, wo wir keinen Ausweg kennen. Und es geht darum, sie mit Liebe anzunehmen. Sich dieser Situation vollkommen hinzugeben, zu umarmen und zu sagen,
Okay, liebes Gefühl, lieber Gedanke, du bist jetzt da. Ich habe die ganze Zeit versucht, dagegen anzukämpfen. Dagegen habe ich keine Chance. Ich mache es nun anders. Ich nehme es vollkommen an. Ich lasse dich da sein und ich schaue dich von oben bis unten an. Jedes Gefühl, jeder Gedanke darf da sein. Und dann passiert etwas Neues. Dann löst du dich von dem Gefühl und dem Gedanken und betrachtest alles vollkommen neutral mit deinem offenen Herzen. Und im zweiten Schritt dreht sich der Gedanke und das Gefühl vollständig in einen friedlichen Zustand. Dann hast du auf der weltlichen Ebene schon den Frieden, den du dir wünschst. Und dann kommt der dritte Schritt. Umso länger und umso öfter du das machst, also wenn du das über längere Zeit trainierst, umso mehr wirst du bemerken, dass du viel mehr bist als diese Person. Du löst dich sozusagen aus der Position des Körpers heraus und transzendierst den Körper. Es ist fast so etwas wie eine außerkörperliche Erfahrung und du siehst das Leben aus der Vogelperspektive und erkennst, dass du unsterblich bist, dass du die Unendlichkeit selber bist. Und du erkennst, dass das, was erscheint, wirklich dein Traum ist. Und dann fühlt sich dein Leben noch viel lebenswerter an, wenn du erkannt hast, dass es sich wirklich um deinen Traum handelt. Deswegen gibt es den Hinweis: Schaue zuerst in dein Inneres. Du hast all das, was du dir so sehnlich wünschst, jetzt schon in dir. Wobei man sagen muss, dass es nicht in dir ist, sondern dass du es bist. Du bist der Friede, den du dir wünschst. Du bist das Glück, das du dir wünschst. Du bist die Freude, die du dir wünschst. Und du bist die Liebe, die du dir wünschst. Und das alles unabhängig vom Weltgeschehen. Du bist so tief entspannt und weißt nun viel mehr, dass du ein unsterbliches Wesen bist. Und wenn du unsterblich bist, dann kannst du über all die Dinge, die in der Welt der Erscheinungen kommen und gehen, zutiefst gelassen sein. Mit dieser Erfahrung von Entspannung trägst du ab nun die tiefste Gelassenheit in dir. Lasse dich tiefer und tiefer fallen. Werde müder und müder. Lasse dich mit den folgenden Affirmationen in den Schlaf wiegen und habe den schönsten Traum, den du je gehabt hast. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf.
Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle,
was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein.
dem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint.
und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger.
Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker.
Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst.
Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein.
Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle.
die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf.
Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung. Fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint. Und da ist niemand. Da ist nur Wahrnehmung.
fühle, was da ist. Fühle all die Gefühle. Fühle die Gefühle ganz deutlich. Fühle all die Gefühle, die da sind, ganz bewusst. Die Gefühle lösen sich immer weiter auf. Gedanken erscheinen hier immer weniger und weniger. Auch Gedanken werden voll bewusst wahrgenommen. Ich löse mich in das Absolute hinein. Indem all die Gefühle ganz deutlich gefühlt werden, löse ich mich in das Absolute auf. Da ist niemand in diesem Körper. Das, was ich bin, ist das absolute Sein. Meine Gedanken und Gefühle wandeln sich in Frieden. Alles geschieht einfach aus dem Absoluten heraus. Da ist kein Denker. Da ist kein Entscheider. Da ist kein Tuer. Da ist nur das, was erscheint.